Völlig losgelöst und kein bisschen mehr müde. Angeführt von der Heldin des Abends, Nadine Angra, hatten die deutschen Damen ihren zweiten großen Auftritt. Eins zu null gegen Norwegen, Fußball-Europameister bereits zum 8. Mal, der 6. Titel in Folge und trotzdem nicht vergleichbar mit den vorherigen. Keiner hatte ihnen das nach einem schwachen Turnierstart zugetraut, aber sie haben sich durchgebissen. Wenn man so ein Ding in der Hand halten will, dann muss man schon einiges geben und Schweinehund überwinden und kämpfen und Muskelkater überwinden und Krämpfe. Alles überragend. Nadine Angra, die 34-Jährige, seit 2011 Kapitänin des Teams, zielt 2 Elfmeter, ein persönliches Sommermärchen. Ich fühle mich jetzt auch total leer irgendwie noch. Ich realisiere das erstmal noch gar nicht. Aber ja, es hat sich hier gezeigt, dass wir eine Turniermannschaft wieder sind. Wir haben uns in das Turnier reingekämpft. Und ich glaube, wir haben zum richtigen Zeitpunkt noch den Hebel umgelegt. Und das Spiel heute, das war so energiegeladen, so angespannt wieder. Ja, und fantastische Teamleistung heute wieder. Angra war die beste Torhüterin des Turniers. Superkatze nennen sie sie. 2 gehaltene Elfmeter in einem Endspiel. Unglaublich. Wie geht das denn? DFB-Präsident Wolfgang Niersbach, gelernter Sportjournalist, wollte es unbedingt wissen. Können Sie mir das Geheimnis Ihrer Reaktionsfähigkeit kurz erklären? Nee. Die Zeit langt nicht. War das jetzt mehr die Arbeit des Torwarttrainers oder war es mehr Talent? Natürlich war das gemeinsame Arbeit. Gemeinsame Arbeit, Teamgeist. Es ist wohl genau das Erfolgsrezept dieser jungen Mannschaft, die sich gegen alle Rückschläge und Widerstände behauptet hat und sich von Spiel zu Spiel steigerte. Jetzt haben wir das Ding. Jawohl, zum 6. Mal in Folge.